Wir beginnen heute mit dem zweiten zentralen Gedanken, der jeden Tag, jedes Mal deiner Lektion vorausgehen soll. Und für den Gedanken sollst du dir sehr viel Zeit nehmen und dann erst deine Lektion machen. So steht es in der Einleitung. Und du wirst auch merken, warum. Allerdings nur, wenn du es machst. Wenn ich was nicht mache, dann kann ich ja auch nicht merken, warum ich es gemacht habe. Das kann ich ja vorher gar nicht wissen. Niemand kann vorher irgendwas wissen. Niemand. Niemand kann irgendwas voraussehen. Ist doch Unsinn. Es ergibt doch gar keinen Sinn. Warum willst du was voraussehen? Warum willst du nicht einfach immer nur das sehen, was du gerade siehst? Horoskop ist doch Unsinn. Es ergibt doch gar keinen Sinn, irgendwas voraussehen zu wollen. Wenn du immer was voraussiehst, was siehst du dann nie? Dann siehst du nie das, was jetzt da ist. Niemals. Du bist immer voraus, du willst immer weiter sein, als du bist. Es interessiert mich überhaupt nicht, was morgen ist. Eben nicht. Weil vor lauter Interesse, was morgen ist, sehe ich überhaupt nicht das, was jetzt ist. Hier und jetzt heißt jetzt leben wollen. Und wenn du jetzt Schmerzen hast, dann gib die Schmerzen auf und hoff nicht auf irgendeine Zukunft. Wenn es dir jetzt nicht gefällt, dann hast du wahrscheinlich noch nie das Jetzt erlebt. Es gibt überhaupt nichts Dümmeres, als die Zukunft wissen zu wollen. Als irgendwas auspendeln zu wollen, als irgendwas vorhersehen zu wollen. Also das ist nur wirklich nicht hellsichtig sein. Hellsichtig ist sein, wenn du ganz klar siehst, was jetzt ist. Jetzt und hier. Und von da aus siehst du dann. Die Gegenwart. Aber doch nicht die Zukunft. Die interessiert mich doch überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, warum. Wenn ich jetzt in Marxul bin, ja, ich kann doch überhaupt nicht wissen, was in Eisenach ist. Oder sehen. Wenn, dann muss ich doch immer da sein, wo ich bin. Wer nicht da sein will, wo er ist, will nie im Himmel sein, will nie bei Gott sein. Der will immer irgendwo anders sein. Denn Gott findest du nur hier und jetzt und nirgendwo anders. In der Zukunft sein wollen heißt nicht in der Gegenwart sein wollen. Also nicht da sein zu wollen, wo du hingehörst. Das ist wie wenn du mit den Wurzeln in der Luft, wie wenn du deine Wurzeln in die Luft strecken willst. Darum wirst du von irgendwelchen Zukunftssehern, irgendwelchen Nostradamusen, von denen wirst du nie erfahren, wie schön die Gegenwart jetzt ist. Niemals. Das ist ja das Unsinnige an solchen angeblichen Sehern. Das sind keine Seher, das sind Blinde. Weil die immer sehen wollten, was in der Zukunft ist. Ja, was kannst du da schon sehen wollen, außer Krankheit, Leid, Krieg und Tod? Wer in die Zukunft schaut, wird immer den Dritten Weltkrieg und den Vierten Weltkrieg und den Fünften Weltkrieg sehen. Während, was ist die Lektion?
ich könnte hier stattdessen Frieden sehen. Hier und jetzt. Aber niemand interessiert sich fürs Jetzt. Niemand. Ein Seher ist ein Seher, wenn er sieht, was jetzt da ist. Und darum sind so Leute wie Nostradamus einfach nur Spinner. Und du siehst ja, was dabei rauskommt, wenn du dich dem anschließt, was sie angeblich sehen. Ja, da wirst du nie glücklich werden. Es hat noch nie jemanden gesehen, der in die Zukunft geschaut hat und was Glückliches gesehen hat. Im Unterschied zu denen, die in der Gegenwart gelebt haben und die waren glücklich. Und die wollten nicht mit irgendwelchen Prophezeiungen. Jesus war eben kein Prophet mehr, eben nicht mehr. Schluss mit Prophezeiungen. Eben nichts mehr prophezeien. Weil das immer in die Hosen geht. Warum? Weil du immer dein Vergangenes lernen, da hast du auch schon in die Zukunft geschaut, wieder verwendest. Und was siehst du, wenn du die Zukunft siehst? Na, nur die Vergangenheit. Weil du das in der Vergangenheit auch schon gemacht hast. Anscheinend war Gott mit dem, was in der Gegenwart war, nicht zufrieden und er hat sich überlegt, was fehlt. Und hat dann gesagt, morgen. Na, morgen mache ich dann die Pflanzen. Und übermorgen mache ich dann das. Und übermorgen mache ich dann das. Und übermorgen mache ich das. Das ist nicht Evolution, das ist Spinnerei. Evolution dehnt die vollkommene Gegenwart einfach nur gegenwärtig immer mehr aus. Nicht ich erschaffe was, was noch nicht da ist, ich sehe was, was noch nicht da ist. Ja, wie kann ich etwas sehen, was nicht da ist? Und das nennst du hellsichtig? Na, das ist genau das Gegenteil. Das ist eben nicht hellsichtig. Da willst du etwas sehen, was die Gegenwart anscheinend verbirgt. Was die Gegenwart verbirgt. Und darum musst du über die Gegenwart wegschauen, weil die Gegenwart scheint eine ungeheure Blockade zu sein. Also darfst du auf keinen Fall die Gegenwart sehen, sondern du musst über die Gegenwart wegschauen. Wie willst du denn das gebacken kriegen? Über die Gegenwart wegschauen. Die Gegenwart geflissentlich übersehen. Alles darf ein Seher sehen, nur nicht die Gegenwart. Nur nicht das. Und je weiter von der Gegenwart wegschaut, umso mehr glaubst du, sieht er irgendwas. Und dann sagst du, wow, der Nostradamus, cool, der hat 600 Jahre vorher hat er schon gewusst, was kommt. Cool. Der muss einen weiten Horizont haben. Der hat überhaupt keinen Horizont. Was muss dein Horizont sein? Die Gegenwart. Die Gegenwart muss unbegrenzt sich ausdehnen als dein einziger Horizont. Nicht an einem weit entfernten Horizont taucht etwas auf, was jetzt nicht da ist. Und das wird dann auf uns zukommen, aus der Zukunft. Aber dazu muss natürlich immer die Gegenwart erstmal vergehen. Okay, die Gegenwart muss also vergehen. Die Gegenwart muss vergehen. Cool.
Gott muss vergehen. Die Ewigkeit muss vergehen. Und wenn die vergangen ist, dann können wir die Zukunft sehen. Dann sehen wir das, was wirklich kommen wird. Und warum ist das immer was, was dir Angst macht? Warum ist das immer was Schreckliches? Immer irgendwelches Feuer, das vom Himmel fällt, irgendwelche Diktatoren, die die Welt in Schutt und Asche legen, irgendwelche Hitlers, irgendwelche Kriege, irgendwelche Schlachten. Und die vergehen natürlich nicht, die kommen erst noch auf dich zu. Merkst du denn nicht, dass du ständig die Gegenwart vergehen lässt? Ständig. Und zwar so ständig, dass du sie überhaupt nicht siehst. Und was ist, wenn du endlich die Vergangenheit vergehen lässt? Zugunsten der Gegenwart. Und du endlich ein Seher wirst, der die Gegenwart sieht. Ja, das ergibt fürs Ego überhaupt keinen Sinn, weil die Gegenwart, die sieht ja jeder, nur die Seher, die sehen die Zukunft. Nein, weil es richtet sich ja jeder nach den Zukunfts. Heute nennst du es Forscher, nicht mehr Seher, nach den Zukunftsforschern. Und Zukunft ist dasselbe wie zeitliche Zukunft, ist dasselbe wie ein weit entfernter Ort. Und dann suchst du in den Sternen, anstatt dass du hier auf der Erde suchst. Und suchst Galaxien, die Lichtjahre entfernt sind. Ja, was habe ich denn da verloren? Da habe ich ja nur gar nichts verloren. In Galaxien, die Lichtjahre entfernt sind. Und Orte, die ebenso weit entfernt sind. Da muss ich blind für die Gegenwart geworden sein. Völlig blind. Und weil ich blind für die Gegenwart bin, sehe ich die Gegenwart überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hab's denn noch nie gesehen. Weil ich als Kind schon immer wissen wollte, was ich später werde und mir immer ausgemalt habe, was mache ich, wenn ich groß bin. Immer, was mache ich, wenn ich groß bin. Immer das. Ja, wenn ich groß bin, dann darf ich das. Ich wollte immer meiner Zeit voraus sein. Und habe mich dann gewundert, wenn ich ihr wieder hinterher hinke. Und trotzdem und nur die Vergangenheit sehe, in der ich mich immer nach der Zukunft ausgerichtet habe. Immer. Ich sehe immer dieselbe Vergangenheit, wo ich immer weiter sein wollte, als ich jetzt bin. Weil ich Augen hatte, die nicht das sehen, was hier ist. Die schauen ja weg von mir. Die sehen ja nicht mich. Die schauen ja weg von mir. Die schauen ja zu jemandem anderen hin. In eine andere Zeit und zu einem anderen Ort. Und ob die andere Zeit dann in der Vergangenheit liegt oder in der Zukunft, ist dasselbe. Sie schauen weg von hier. Völlig egal, ob ich Altersvorsorge mache oder mich um meine Kindheit kümmere. Das ist immer dasselbe. Zukunft und Vergangenheit sind dasselbe, denn sie verleugnen beide die Gegenwart. Also gibt es keinen Unterschied zwischen Zukunft und Vergangenheit. Von hier aus betrachtet. Vom Hier und Jetzt aus gesehen. Und ob ein Ort in der Vergangenheit liegt
oder in der Zukunft, spielt auch, ist dasselbe. Ob es ein Ort meiner Kindheit ist oder ob es der Ort ist, wo ich morgen hinfahren will. Da ist kein Unterschied. Beides sind Illusionen von Unterschieden. Was ist keine Illusion? Jetzt. Und da gibt es auch keinen Unterschied. Zwischen jetzt und jetzt gibt es keinen Unterschied. Zwischen Vergangenheit und Zukunft gibt es einen scheinbaren Unterschied. Aber beides ist dieselbe Illusion, während jetzt und jetzt beides dasselbe ist, dieselbe Wahrheit. Also ist es entweder dieselbe Illusion oder dieselbe Wahrheit. Und dazwischen gibt es nichts. Das kann ich nicht miteinander verbinden. Weil weder ist die Vergangenheit das Jetzt, noch ist die Zukunft ein anderes Jetzt. Und die Vergangenheit ist eine Illusion und die Zukunft ist dann dieselbe, dasselbe, nämlich auch eine Illusion. Also ist beides, keins von beiden die Wahrheit. Und das Jetzt, in dem ich mit Jesus lebe, ist dasselbe Jetzt, in dem ich lebe. Da ist auch wieder kein Unterschied. Was dasselbe ist, ist beide Male nicht verschieden. Aber was verschieden ist, ist beide Male verschieden. Es spielt also null Rolle, ob ich im Mittelalter geboren wurde oder im Jahr 2050 geboren werde. Es ist völlig egal. Wenn, dann bin ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber das ist jetzt keine Frage, ob das 1530 ist oder 2085. Da ist kein Unterschied. Weil jetzt wird immer als jetzt erlebt und Illusion immer als Illusion. Egal, was das für eine Illusion ist. Ob das die Illusion Mittelalter ist oder die Illusion 20. Jahrhundert oder 21. Das spielt keine Rolle. Nur die Wahrheit ist wahr. Und das Mittelalter ist nicht im Unterschied zum 21. Jahrhundert wahr oder falsch. Es ist beides falsch. Und zwar, falsch ist ja immer falsch. Sonst wäre es ja nicht falsch. Und richtig ist immer richtig. Es gibt also keinen Unterschied zwischen falsch und falsch. Und so etwas zu begreifen, heißt einfach denken zu wollen und sich nicht mehr mit sinnlosen philosophischen Betrachtungen über den Unterschied zwischen Mittelalter und 21. Jahrhundert zu beschäftigen oder intellektuellen Betrachtungsweisen. Intellektuell wäre, ja, damals gab es die Relativitätstheorie nicht, noch nicht. Das wären intellektuelle Betrachtungsweisen. Die interessieren mich aber nicht. Der menschliche Intellekt, der jeweilige Stand der menschlichen Intelligenz interessiert mich nicht. Ob die Intelligenz mittlerweile die Relativitätstheorie erfunden hat oder noch nicht, interessiert uns nicht. Oder ob das Handy schon erfunden wurde und die jeweiligen philosophischen Betrachtungsweisen irgendwelcher griechischen Philosophen
oder von Philosophen wie Jean-Paul Sartre interessiert uns auch nicht. Und auch die jeweiligen Religionen nicht. Ob es damals schon das Christentum gab oder nicht, interessiert uns so wenig, dass es uns gar nicht interessiert. Oder die Kulturen. Wenn du einen Unterschied zwischen Wahrheit und sämtlichen Illusionen machen willst. Auch das erreichbare Alter von Körpern interessiert uns nicht. Oder der jeweilige Gesundheitszustand. Ob du schon mit 30 gestorben bist oder erst mit 80, wen interessiert das? Es gibt keinen Unterschied zwischen Tod und Tod. Ob der früher ist oder später, Zeit ist eine Illusion. Leben ist nicht eine Frage von unterschiedlicher Dauer oder unterschiedliche Lebensqualität. Ich wüsste nicht, was heute qualitativ besser ist. Ich wüsste es nicht. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen der Lebensqualität. Ganz sicher nicht. Also brauche ich solche Gedanken schon mal gar nicht. Und welche Krankheiten ich schon heilen kann, es gibt auch jetzt noch welche, die ich nicht heilen kann. Also spielt auch das keine Rolle. Überhaupt keine. Die Erlösung ist ein von Gott gegebenes Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu ihm finden wirst. Es kann nur eingehalten werden. Sie bürgt dafür, dass die Zeit ein Ende haben wird. Und wenn die Zeit ein Ende hat, dann gibt es keine Zeit zwischen Geburt und Tod mehr. Und wenn es endlich keine Zeit mehr zwischen Geburt und Tod gibt, was ist dann? Dann ist Zeit wieder unbegrenzt. Dann ist Zeit wieder Ewigkeit. Wenn es aber Zeit zwischen Anfang und Ende gibt, dann interessiert mich überhaupt nicht, wie lang die Zeit ist, sondern ich will die beiden Begrenzungen entfernen, Geburt und Tod. Ich brauche keine Zeit, überhaupt keine, weil mir Zeit immer zu wenig ist, immer zu eng. Das macht immer Stress. Immer Stress macht das. Zwischen Geburt und Tod, da kannst du nie relaxen. Da kannst du nie entspannen. Da bist du immer eingesperrt zwischen Geburt und Tod. Und entweder du hast für irgendwas zu wenig Zeit oder es dauerte irgendwas zu lang, aber du kannst nie einfach ständig in der Gegenwart sein. Weil immer irgendwas angefangen hat und entweder du willst, dass es länger dauert. Ewig kann es aber nicht dauern, weil es einen Anfang hatte. Und Anfang heißt, vorher gab es das nicht. Also wird es auch eine Zeit geben, wo es das nicht mehr gibt. Ich will aber nichts, was einen Anfang hat. Überhaupt nicht. Ich suche nicht den Anfang von irgendetwas.
ich muss nicht irgendein Wollknäuel, das irgendwo verwirrt ist, wieder aufdröseln, bis ich endlich den Anfang habe. Ja, und dann, was mache ich dann? Das Wollknäuel wieder aufwickeln? Oder vom Anfang bis zum Ende gehen? Als ob mein Leben was Lineares wäre, das einen Anfang und ein Ende hat und ich dazwischen Zeit für irgendetwas habe, Zeit um zu leben, ja, Zeit um zu leben, die ich vorher anscheinend nicht hatte und nachher nicht mehr haben werde. Also muss ich es währenddessen genießen. Weil dann ist es ja nicht mehr da. Und vorher war es auch nicht da. Das ist ein ganz komisches Denken. Es ergibt auch keinen Sinn. Sie birgt dafür, dass die Zeit ein Ende haben wird und alle Gedanken, die in der Zeit geboren wurden, gleichfalls enden. Ich bin kein Gedanke, der in der Zeit geboren wurde. Ich nicht. Der Körper ja, sofern man das Geburt nennen will. Und das Ego, ja, mit all seinen Wünschen, immer zeitabhängig. Aber Zeit ist nicht dasselbe wie jetzt. Also brauche ich zeitlose Gedanken, die nicht den Gesetzen der Zeit unterstehen. Liebe ist ein zeitloser Gedanke und Leben auch. Also kommen Sie aus der Ewigkeit und bleiben in der Ewigkeit und können die Ewigkeit auch nicht verlassen, weil es kein Nach der Ewigkeit gibt. Und auch kein vor der Ewigkeit. Also können diese Gedanken, ich kann Gott nicht verlassen und Gott mich auch nicht, weil es kein Nach der Ewigkeit gibt. Also ist Ewigkeit ein ewiges Jetzt. Und da gibt es kein Dann. Es gibt kein Danach und kein Vorher. Und auch kein Nicht-Hier. Und auch kein Woanders. Und auch nicht jemand anderen. Mein Hund ist jemand anderer als ich. Gott nicht. Und mein Freund ist auch noch jemand anderer als ich. Und mein Kind auch. Gott nicht. Mein Bruder ist nicht jemand anderer als ich. Im Unterschied zu meinem Liebespartner. In Wahrheit muss mein Bruder mein Liebespartner sein. Denn Liebe ist niemand anderer als ich, drum kann ich ja meinen Bruder nur an der Liebe erkennen, die ich für ihn hege, und nicht an irgendeinem Groll und nicht an irgendeinem Schmerz, den er mir zugefügt hat, und nicht an irgendetwas, was er nicht macht. Das
Selbsterkenntnis ist der Weg der Heilung, der Besserung. Gottes Wort ist jedem Geist gegeben, der denkt, er habe separate Gedanken. Mein Kind ist ein separater Gedanke von mir, Gott nicht. Mit Gott bin ich eins, mit meinem Kind nicht, mit meinem Hund auch nicht und mein Kind mit mir auch nicht. Ich muss in dieser Welt tolerant sein. Ich darf in dieser Welt nicht urteilen, sondern ich muss lernen, solange mein Geist denkt, er habe separate Gedanken, und wenn ich jetzt mein Bedürfnis im anderen sehe, was hilft mir dann? Dann sehe ich mich als einen separaten Gedanken. Nicht als einen mit mir identischen Gedanken, sondern als einen von mir getrennten Gedanken. Wenn ich einen Augenblick die Welt aus der Sicht eines anderen betrachte, dann sehe ich mich nicht mehr als mich, sondern als jemand anderen. Als getrennt. So sieht mich der andere, getrennt von mir. Und ich glaube hier, dass er von mir getrennt ist. Und ich bin mit mir, ich bin von mir nicht getrennt. Ich bin mit mir eins. Ich bin ich. Dann seh dich mal so, wie ein anderer dich sieht. Als der andere. Seh dich als der andere. Und schon siehst du dich völlig getrennt. Und hast nicht mehr eine Identität, sondern bist dir fremd geworden. Na endlich. Endlich bist du dir selber fremd geworden. Und nicht der andere ist fremd, nicht du kennst dich, du kennst deinen Geschmack. Aus der Sicht des anderen hast du einen anderen Geschmack. Hast du andere Gefühle. Bist du ein Fremder. Und dann kannst du sehen, wie fremd du dem anderen bist. Wie fremd du dem anderen bist und wie vertraut dir auf einmal der andere ist. Das war letztlich die Idee des heißen Stuhls. Du setzt dich mal auf den Stuhl des anderen. Oder die Idee, ja dann geh doch mal in den Mokassins eines anderen als der andere. Und wie siehst du dich dann? Ziemlich fremd. Und dann siehst du, der andere wird dich nie verstehen können. Er wird nie mitfühlen können mit dir. Er wird nie das sein, was du glaubst, dass er dir schuldet. Er kann dich überhaupt nicht verstehen. Er kann dich überhaupt nicht akzeptieren, wie du bist, denn er ist nicht du. Du stellst unmögliche Forderungen an den anderen. Du willst von ihm umarmt werden, er will's aber nicht. Er will's einfach nicht. Und er schuldet dir es auch nicht. Weil du für ihn fremd bist. So wie er für dich auch. Und diese Trennung
dann findest du, dass du selber ein völlig separater Gedanke bist, völlig getrennt von dir. Ich bin kein Körper. Ich bin kein Körper. Ich bin kein Körper. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und nicht ein eigenständiger, separater Gedanke, der für sich dann in Anspruch nimmt, ich bin Gott. Für das Ego, für mein Ego, ist mein Ego Gott. Also so, wie Gott es schuf. Und warum fühle ich mich von allen getrennt? Weil ich mich getrennt habe. Nicht, weil andere sich von mir trennen. Weil ich mich von mir getrennt habe. Weil ich mich von mir entfernt habe. Warum habe ich so Probleme mit Nähe zu anderen? Weil ich mir selber nicht nahe bin. Warum suche ich die Rettung in der Distanz zu anderen? Weil ich mich von mir distanziert habe. Und dann beklage ich, dass andere nicht in meiner Nähe sein wollen. Ja, ich will doch selber nicht in meiner Nähe sein. Ich will's doch selber nicht. Ich habe doch selber Angst vor mir. Ich habe doch selber Angst vor Nähe. Vor der Nähe zu mir und meinem Schöpfer. Ich akzeptiere mich doch selber nicht, so wie Gott mich schuf. Und dann ist es kein Wunder, dass ich ein Problem damit habe, wenn andere mich nicht akzeptieren. Mein Ego ist an die Welt angepasst. Wenn ich mich akzeptiert habe, werde ich auch kein Problem damit haben, dass andere mich nicht akzeptieren. Denn wer sich akzeptiert hat, fühlt sich akzeptiert. Und wer mit sich eins ist, der fühlt sich mit jedem eins. Und wer sich versteht, fühlt sich von jedem verstanden. Ganz klar. Und das ist Erlösung. Und alles andere ist einfach nur Unterschiede von Illusionen. Ich bin doch selber eine Illusion hier. Im Unterschied zu anderen. Im Unterschied zu mir ist das eine Illusion von mir. Ich habe kein Spiegelbild von mir. Ich brauche erst mal ein Spiegelbild von mir. Und das kann mir jeder spiegeln. Jeder, wenn ich es sehen will, wenn ich mich sehen will, das kann mir jeder spiegeln. Wenn ich mich so sehen will, wie Gott mich schuf, jeder ohne Ausnahme. Ich muss mich nur sehen wollen, so wie Gott mich schuf, nicht so wie ich mich gern sehen möchte. Ich muss nur das Antlitz Christi sehen wollen. Mehr nicht und auch nicht weniger. Und nichts anderes. Und das kann mir jeder zeigen. Jenseits meiner Beurteilung natürlich. Denn mein urteilender Geist macht aus dem Christus besten Fall einen Götzen, den ich aber nicht verallgemeinern kann, den ich vielleicht anbete, aber nicht jemand, mit dem ich in ständiger Kommunikation sein kann, weil die Beziehung zu ihm
so verpflichtend ist, dass ich immer mit ihm in Beziehung sein will. In einer Beziehung, die mir heilig sein soll. So heilig, dass ich sie nicht wegen irgendetwas mich davon trennen will. Der Gedanke des Friedens wurde Gottes Sohn in jenem Augenblick gegeben, als sein Geist an Krieg gedacht hat. Und wann bin ich im Krieg? Wenn ich mit mir uneins bin. Ich kann nur mit mir selber im Krieg sein. Im Unfrieden. Nur mit mir selber. Und wenn ich mit mir selber im Frieden bin, dann bin ich mit allem im Frieden. Und wenn ich mit mir selber uneins bin, dann bin ich mit allem uneins. Mit allem und mit jedem. Wenn ich mit mir, nur mit mir im Frieden bin, dann bin ich mit allem im Frieden. Und dazwischen gibt's nichts. Und wenn ich mit mir uneins bin, dann bin ich mit jedem uneins. Also muss ich darauf achten, solange es mich und andere gibt, muss ich mit mir und anderen im Frieden sein. Und zwar mit mir und allen anderen. Bis da kein Unterschied mehr zwischen mir und anderen ist. Überhaupt keiner mehr. Dann bin ich geheilt. Weil es mich nicht allein gibt, sondern nur im Verbund mit anderen, nur in Beziehung. Und da es mich nur in Beziehung gibt, muss ich mit jedem in Beziehung sein, denn es gibt mich nur in Beziehung. Es gibt nicht ein Wesen, es gibt nicht ein Wesen, das es gibt, und ich bin mit ihm nicht in Beziehung. Wenn es ein Wesen gibt, bin ich mit ihm in Beziehung. Nichts Wirkliches kann bedroht sein. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Also muss jede Begegnung. Denn wem kann ich begegnen? Jemandem. Ja, mit dem muss ich in Beziehung sein. Sonst könnte ich ihm ja gar nicht begegnen, wenn ich nicht mit ihm in Beziehung wäre. Und verpflichtend heißt nur, da gibt es keine Trennung. Ich kann mich nicht scheiden lassen. Ich kann mich nicht trennen. Das gibt's nicht. Ich kann nicht. Leben scheidet nicht von jemandem. Leben trennt sich nicht. Und darum täuschen mich meine Augen, wenn ich sowas sehe. Gottes Wort ist jedem Geist gegeben, der denkt, er habe separate Gedanken. Und wird diese Gedanken des Konflikts, denn dann bin ich im Konflikt. Und was heißt im Konflikt sein? Im Konflikt kann ich nur mit der Wahrheit sein.
Wenn ich glaube, ich bin von dir getrennt, dann bin ich im Konflikt. Und was heißt das? Es ist nicht wahr, was ich denke. Es stimmt nicht. Ich bin im Konflikt. Wenn ich denke, dass ich mit dir eins bin, dann bin ich im Frieden. Dann bin ich nicht im Konflikt. Dann bin ich in der Wahrheit. Wenn ich im Frieden bin, bin ich in der Wahrheit. Dann denke ich die Wahrheit. Und dann ist auch kein Konflikt. Dann ist Frieden da. Wenn ich stattdessen Frieden sehen will, will ich sehen, dass ich mit dir in Beziehung bin. Ich könnte stattdessen Frieden sehen. Ich muss aber den Konflikt aufgeben, von dir getrennt zu sein. Also jemand anderer zu sein als du. Jeder Körper ist ein anderer Körper als der andere Körper. Das stimmt. Ich bin aber keiner. Jeder Körper geht seine separaten Wege. Das tun Körper sowieso. Immer. Einer geht aufs Klo, der andere ins Wohnzimmer. Ob du in derselben Wohnung separate Wege gehst, ich in die linke Hälfte des Ehebetts und du in die rechte, separate Wege. Du dich in den Sessel setzt im selben Wohnzimmer und ich mich aufs Sofa. Separate Wege. Und du, selbst wenn du denselben Wein trinkst, du hast dein Glas, ich habe meins. Und dein Glas nimmt einen anderen Weg, nämlich zu deinem Mund und meins zu meinem. Separate Wege. Merkst du, der Körper kann das nicht lernen. Also sei froh, dass du keiner bist. Was ist, wenn du über den Körper hinaus lernst, wer du wirklich bist? Geister sind verbunden, Körper niemals, niemals. Selbst wenn du mich küsst, dann küsst du einen anderen Mund. Und ich küsse auch wieder einen anderen, nämlich deinen. Ich kann meinen Mund nämlich nicht küssen. Selbst wenn ich meine Hand küsse, dann küsse ich meine Hand, aber nicht meinen Mund. Ich kann mich körperlich überhaupt nicht selbst lieben. Das ist völlig ausgeschlossen. Das sollte ich überhaupt nicht versuchen, weil das geht sowieso nicht. Das ist völlig unsinnig. Aber einen Nächsten, der ganz genauso ist wie ich, den kann ich lieben wie mich selbst. Das funktioniert. Das muss ich nur wollen. Nur das. Erlösung ist Aufheben in dem Sinne, dass sie nichts tut und die Welt der Träume und der Bosheit nicht unterstützt. Auf diese Weise lässt sie Illusionen los, indem sie sie nicht unterstützt, lässt sie sie einfach still zu Staub zerfallen. Ich bin kein Körper heißt, ich unterstütze den Gedanken, ich bin ein Körper nicht mehr. Ich bringe den Gedanken, ich bin ein Körper nicht in die Beziehung zu mir und dem Körper, sondern in die Beziehung zum Heiligen Geist. Der ist keine Illusion.
Ich bringe den Gedanken zur Wahrheit. Denn der Heilige Geist ist genauso die Wahrheit wie der Vater und er ist genauso die Wahrheit wie der Sohn. Ich bin die Wahrheit, nicht ich erzähle über irgendetwas, was jemand gemacht hat, das ist die Wahrheit. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und da muss ich alle Illusionen hinbringen. Und dann werden sie sich in der Wahrheit schlicht und einfach auflösen, als ob sie still zu Staub zerfallen. Ohne jedes Leben. Und das, was sie versteckten, wird jetzt offenbar. Ein Altar, für den heiligen Namen Gottes. Und wenn Name Gottes groß geschrieben ist, dann kann ich mich an andere großgeschriebenen Worte erinnern. Die sind damit gemeint. Vater, Heiliger Geist, Christus. Auf dem sein Wort geschrieben steht, vor denen die Gaben deiner Vergebung hingelegt sind, mit der Erinnerung an Gott nicht weit dahinter. Und ich muss einfach nur lernen, ein glücklicher Schüler zu sein. Und solange ich denke, naja, Schmerzen zu haben ist aber nicht lustig, bin ich natürlich kein glücklicher Schüler. Ich lehre ja auch nicht gerade was, was mich gerade glücklich macht. Wie will ich dann ein glücklicher Schüler sein, wenn ich ein unglücklicher Lehrer bin? Ich muss schon ein glücklicher Lehrer sein wollen, wenn ich ein glücklicher Schüler werden will. Ich muss schon glückliche Gedanken lehren und nicht unglückliche. Oder womöglich auch noch zynische oder hämische Gedanken. Hüte dich vor überheblichen, zynischen Gedanken. Du zahlst einen hohen Preis dafür. Du leidest nämlich wieder. Und das ist die Anziehungskraft deines Schmerzes. Weil du Schmerzen hast, ziehen dich diese Gedanken an. Entscheid dich dagegen. Die Gekreuzigten neigen dazu, Schmerz zu geben. Das ist ihre Versuchung. Also entscheid dich gegen diese Gedanken, sonst wirst du kein glücklicher Schüler. Ein Schüler ist der, der das lernt, was er lehrt, was er denkt. Wenn ich ein Englischschüler bin, suche ich mir einen Englischlehrer, der mich Englisch lehrt. Und dann denke ich Englisch, weil ich ein Englischschüler bin. Und wenn ich wirklich ein glücklicher Schüler sein will, dann denke ich natürlich nicht mehr, na, Schmerzen zu haben ist aber wirklich nicht lustig. Nee, was erlebe ich dann, dass Schmerzen zu haben nicht lustig ist? Willst du das erleben? Ich nicht. Selbstverständlich bist du dann kein glücklicher Schüler. Und dann benutzt du den Kurs, das was im Kurs steht, um selber damit im Konflikt zu sein.
dann kreuzigst du dich mit dem Kurs. Das kannst du machen. Du wärst nicht der Erste, der sich damit kreuzigt. Wieder mal sich im Namen Gottes kreuzigen, das tun viele. Dann machst du dich wieder zum Märtyrer deiner eigenen Gedanken. Und wirst auch noch hämisch und sarkastisch und bösartig. Das hilft dir in keinster Weise. Das ist die Überheblichkeit der Leidenden. Jetzt kommt zu deiner Angst auch noch eine andere Form der Angst dazu, nämlich der Zynismus. Dann wirst du auch noch pervers in deinem Leiden und bösartig. Illusionen, die Illusion von Leid, Bruder, bringt weitere Illusionen von Leid hervor. Sei da achtsam. Ein Erlöser muss schon wissen, dass er solche Gedanken nicht in seinem Geist dulden darf. Und spätestens, wenn er sie jemandem sagt, sollte er sich selber hören. Wer aber gelernt hat, seinen Ärger loswerden zu wollen, will immer das andere den Ärger hören und ist selber taub geworden. Je mehr du früher wolltest, dass andere dich verstehen, dass andere dir zuhören, umso weniger hast du gelernt, dich selber zu hören. Und je mehr du deine Wut äußern wolltest, umso weniger hast du nach innen geschaut und die Wut da gefunden, wo sie ist, in dir. Und je mehr du dich geärgert hast, dass andere wieder dir nicht zugehört haben, umso weiter bist du in deiner Kreuzigung fortgeschritten, auf deinem Leidensweg. Und irgendwann musst du begreifen, du musst damit aufhören. Du. Nicht andere müssen anfangen, das zu hören. Du musst damit aufhören, es sagen zu wollen. Nicht andere sollen dich endlich verstehen. Du musst endlich die Klappe halten, damit du gar niemandem mehr sowas sagst, was er verstehen soll. Und du brauchst niemanden, der dir zuhört. Eben nicht, du bist anscheinend taub geworden. Und die Tauben werden ja auch immer lauter und suchen immer mehr Verbündete. Bist du endlich nur Gottes Heilsplan suchst und nicht mehr glaubst, du brauchst einen anderen, der dir hilft, du brauchst eben keinen anderen, der dir hilft. Eben nicht mehr. Du brauchst eben keinen anderen, der dir zuhört. Du musst endlich mal selber hören. Wer selber nicht hören will, na, der muss fühlen. Selber musst du es hören. Und dann, wenn du selber gehört hast, wirst du selber nicht mehr sagen wollen. Wenn du selber gehört hast, wirst du selber nicht mehr denken wollen. Und den Wunsch, ein anderer möge das hören, wirst du aufgeben und sagen, denn niemals will ich, dass das jemand anderer versteht. Niemals will ich das einem anderen mehr erklären. Niemals will ich mehr, dass ein anderer mir zuhört. Niemals.
lieber will ich still werden, als dass ein anderer das hören soll. Lieber will ich einen Augenblick still sein, als dass ich will, dass ein anderer mir still zuhört, während ich sagen darf. Nee, umgekehrt, ich will still sein. Ich will still werden. Ich will ruhig werden, nicht ein anderer soll mir ruhig zuhören. Ich brauche eine andere Beziehung, nämlich die zu einem Heiligen Geist und nicht zu einem Freund, der mir zuhört. Ich will nämlich nicht mehr jemandem mein Leid klagen können. Ich will aufhören zu klagen. Ich selber will aufhören. Lieber will ich still und stumm werden, als nochmal schreien. Als nochmal mein Leid in die Welt rausschreien. Ich muss also selber hören und bemerken, ich will es selber nicht hören. Mein Bedürfnis in einem anderen sehen und dann sehe ich, er will das überhaupt nicht hören. Warum nicht? Und hier hast du zwei völlig verschiedene Antworten. Als Ego würdest du sagen, warum willst der andere nicht hören? Weil er mich nicht liebt. Und unter der Führung des Heiligen Geistes genau die entgegengesetzte Antwort. Weil er mich liebt, will er das nicht hören. Merkst du, es ist null Übereinstimmung zwischen beiden Lehren. Du musst anders über den anderen denken. Weil er mich liebt, will er das nicht hören. Also sage ich es ihm nicht. Die völlige Kompromisslosigkeit zwischen beiden Lehrern. Jetzt dient die Beziehung zu einem anderen Zweck. Zu einem anderen Zweck, weil du jetzt davon ausgehst, dass der andere dich wirklich liebt. Gehst du davon aus, dass er das nicht von dir hören will? Du bringst es in Übereinstimmung. Und weil du ihn liebst, willst du es ihm auch nicht sagen. Weil du ihn und dich liebst, willst du es nicht sagen. Jetzt ist die Beziehung im Zweck verändert worden. Jetzt kannst du die Gedanken nicht mehr denken und auch nicht mehr sagen. Jetzt brauchst du den Heiligen Geist als einzige Beziehung, denn dem sagst du die Gedanken, aber er möge dir andere Gedanken für dich und deinen Bruder geben, nicht die, die du gedacht hast, und andere Worte. Und dann kann es sein, dass er dir gar keinen Gedanken gibt, weil dein Geist erstmal still werden muss von den Gedanken, die du schon parat hast. Und den Worten, die du um dich herum hörst und die du früher benutzen wolltest. Weil früher wolltest du ja Worte benutzen, weil du gesagt hast, ich will das nicht verbal unterdrücken, ich will es verbal jemandem sagen. Das war der andere Lehrer. Wozu hat dann die Beziehung gedient? Um Leid zu verursachen.
weil du deine Gedanken in die Beziehung gebracht hast. Und in einer Beziehung verursachst du deine Gedanken und deine Worte und den Körper benutzt du dafür. Und ob du das in einem Café machst, mit leckerem Kuchen oder in einer Psychotherapie, wo es keinen Kuchen gibt, oder beim Spaziergang, es ist beide Male, es ist Missbrauch des Kaffees, es ist Missbrauch der Therapie und es ist Missbrauch des Spaziergangs. Es ist Missbrauch der Beziehung. Die Beziehung wird missbraucht. Denn Geister sind verbunden. Und wer die Beziehung missbraucht, soll sich nicht wundern, wenn er Missbrauch in Beziehungen erlebt. Und das kannst du dann nicht mehr begrenzen. Und dass du dann die Wirkungen des Missbrauchs von Beziehungen erlebst, das ist nicht seltsam. Was ist Erlösung? Ein von Gott gegebenes Versprechen. Nicht, ich erknüpfe dir das Versprechen ab, dass du mir zuhören sollst, wenn es mir schlecht geht. Und ich verspreche dir dann, dass ich dir auch zuhöre. Nach den Gesetzen der Freundschaft und der guten Beziehungen. Wenn ich aber eine gute Beziehung dafür benütze, dir zu sagen, wie schlecht es mir geht, wird das Gute missbraucht. Ist das Gute in einer Interaktion mit dem Bösen. Und dann bringt eine gute Beziehung was Böses hervor. Und dann noch zu urteilen, ja, das ist aber eine gute Beziehung. Bruder, du kannst ja wohl jetzt wirklich nicht urteilen, ohne komplett verrückt zu sein. Was heißt hier gute Beziehung? Spinnst du? Das ist keine gute Beziehung. Warum? Weil sie durch und durch gut sein müsste. In einer guten Beziehung erzählst du nur von dem, was dir Gutes widerfahren ist und was andere gut gemacht haben in deinem Leben. Du musst schon ganzheitlich denken. Und wenn es dann einen guten Kaffee gibt, okay, dann stimmt das bis ins Detail. Aber sind die Worte gut? Ist der Zweck gut? Nö, der Zweck war, meinen Ärger loszuwerden. Dann ist es keine gute Beziehung. Es muss ganzheitlich gut sein. In allen Aspekten. Und jetzt braucht die Beziehung, jetzt muss ich meine Gedanken in der Beziehung läutern lassen. Rede ich mit meinem guten Freund über das, wie schlecht es mir mit meiner Mutter geht? Das kann ja wohl nicht sein. Ich kann nur nicht zwei Welten sehen. Was ist Erlösung? Erlösung ist Aufheben in dem Sinne, dass sie nichts tut und die Welt der Träume und der Bosheit, also der Bosheiten, die du so wahrnimmst, eben nicht unterstützt.
eben nicht. Mit Worten wieder unterstützt. Mit Gedanken wieder unterstützt. Damit dieses Gedankengebäude ja nicht zu Staub zerfällt. Wird ständig wieder unterstützt. Unterfüttert. Wird ständig wieder repariert mit weiteren schlimmen Gedanken. Suchst du dir ständig jemanden, der dich versteht, der dich unterstützt, in deiner Beweisführung unterstützt, wie schlecht es dir geht. Und was ist, wenn du auf diese Unterstützung verzichtest, auf solche Freunde und ihre Dienstleistungen verzichtest? Wir wollen täglich zu diesem heiligen Ort kommen und eine Weile gemeinsam hier verbringen. Hier teilen wir unseren letzten Traum. Und irgendwann willst du nicht mehr liebevoll umarmt werden und erzählen, wie du geschlagen wurdest. Missbrauch keine Umarmungen, mach das nicht. Tu das nicht. Wenn du liebevoll umarmt wirst, dann denk auch an alles Liebevolle, was du erlebt hast. An alles Liebevolle. Damit du das Jetzt der Umarmung grenzenlos ausdehnen kannst in dein ganzes Leben. Was glaubst du, wie innig und wie frei denn so eine Umarmung ist? Und wie offen die ist für jeden weiteren liebevollen Gedanken? Aber das darfst ja wieder nicht. Na, du darfst ja nicht, während du mit einem Menschen schläfst, daran denken, wie schön es war, mit einem anderen zu schlafen. Das darfst du nicht. Aber du darfst daran denken, wie schlimm es war, als dich jemand geschlagen hat. Das darfst du anscheinend. Und während dich jemand umarmt, darfst du ihm nicht erzählen, wie schön es gestern Nacht war, wo du einen anderen umarmt hast. Das darfst du nicht. Aber du darfst ihm erzählen, wie schlimm es war, als du als Kind geschlagen wurdest. Seltsamerweise wirst du dann nicht eifersüchtig. Was sollst du erzählen dürfen? Während dich jemand umarmt, ihm erzählen, wie schön es war, dass du gestern jemandem anderen umarmt hast. Das sollst du erzählen. Die Liebe ausdehnen. Und dann wirst du bemerken, jetzt musst du die Angst vor der Liebe kontrollieren. Und die Angst, nämlich der andere, beschuldigt dich. Seltsamerweise beschuldigt er dich nicht dafür, wenn du ihm erzählst, wie schlimm es war, als du geschlagen wurdest. Seltsamerweise beschuldigt er dich. Und da fühlt er sich dann anscheinend nicht geliebt. Aber wenn du ihm erzählst, wie sehr du dich gestern Nacht geliebt gefühlt hast, als du mit dem anderen im Bett lagst, da fühlt sich dein Partner komischerweise nicht geliebt von dir. Wie er fühlt sich geliebt, wenn du ihm erzählst, wie weh dir jemand anderer tut? Und er fühlt sich nicht geliebt, wenn du ihm erzählst, wie schön es ist, wenn andere dich liebt? Ist Liebe ein separater Gedanke?
Was ist Erlösung? Wenn du nicht mehr jemandem erzählen musst, der dich umarmt, der dich umarmt, wie schlecht es dir ging, sondern ihm erzählen darfst und sollst und er das auch will. Wie schön es immer noch ist, wenn du daran denkst, wie schön es gestern war, mit dem anderen zu knutschen. Wenn du das ausdehnen darfst, ins Jetzt, in das, was du jetzt Schönes erlebst und nicht vom Jetzt getrennt halten musst, aus Angst vor Beschuldigung. Und dann kannst du sehen, wann wirst du beschuldigt? Und wann wirst du entschuldigt? Wann werden Sünden verziehen? Und was ist dann die schlimmste Sünde? Du erinnerst dich, während du jemanden liebst, daran, wie du einen anderen geliebt hast. Das scheint die schlimmste Sünde zu sein. Das scheint dem anderen am meisten weh zu tun. Mehr weh, als wenn du ihm erzählst, wie schlimm es war, geschlagen zu sein. Das tut dem anderen nicht weh. Also erzähl du nicht, dass du Mitgefühl hast. Da gibt es für uns viel zu lernen. Darf dein Partner dir erzählen, wie schön es ist und wie sehr er sich immer noch, während er in deinen Armen liegt, immer noch geliebt fühlt von dem, in dessen Armen er gestern gelegen ist? Ich frage dich noch deutlicher, willst du, dass er dir das erzählt? Willst du's? Wenn nicht, dann willst du, dass dein Partner leidet. Dann willst du das. Das ist kein Wunder, dass du dann selber leidest, Bruder. Dann leidest du. Und dafür bist du verantwortlich. Die Kreuzigung, die kommt von dir. Das ist Hochmut, Bruder. Was bildest du dir ein, wer du bist? Wegen dir darf dein Partner die Liebe, die er erlebt hat, nicht mehr fühlen? Nur noch deine? Ja, spinnst du. Wer bist du, dass du dich so aufbläst? Und dann sagst du scheinheilig, aber wenn es dir schlecht geht, das darfst du mir erzählen. Ja eben, das ja, aber nicht, wenn es ihm gut geht. Jeden Hass, ja, du darfst mir alles erzählen. Erzähl mir, wie dein Vater dich gehasst hat. Erzähl mir, wie dein Partner dich betrogen hat. Erzähl's mir in meinen Armen, aber erzähl mir ja nichts, wie sehr ihr euch geliebt habt, denn das tut mir weh. Du weißt wohl nicht, was weh tut, Bruder. Du weißt wohl nicht, dass Liebe nicht weh tut. Was soll der andere ständig unterdrücken und verdrängen? Doch nicht seine Wut. Seine Liebe soll er wegen dir ständig verdrängen und unterdrücken. Wie sehr er andere liebt, soll er unterdrücken und verdrängen. Was wäre Psychotherapie, wenn er dir jeden liebevollen Gedanken erzählen darf?
Das wäre Psychotherapie. Wenn du dafür offen bist und du ihn da verstehen willst, was willst du verstehen? Wie glücklich er mit dem anderen ist, das willst du verstehen. Und wie sehr er andere liebt, das willst du verstehen. Und nicht, wie sehr er von anderen nicht geliebt wird. Das kannst du überhaupt nicht verstehen. Also maß es dir nicht an, dass du das verstehen kannst. Bist du, darf dein Bruder wirklich sein Herz, wirklich sein Herz ausschütten? Darf er das wirklich? Also jeden liebevollen Gedanken, darf er das ausschütten? Und dich mit der Liebe, du und, ach, das muss ich dir noch erzählen. Und dann war ich in einem Urlaub und dann habe ich da jemanden kennengelernt. Und wir haben uns die ganze Nacht geliebt und das war so schön. Darf ich dir das erzählen? Während wir miteinander schlafen, darf ich dir das währenddessen erzählen? Während du in meinen Armen liegst, darf ich Liebe verallgemeinern? Darf ich sie ausdehnen? Darf ich dir mein Herz ausschütten? Dann könntest du sagen, bist du ein Psychotherapeut, dann bist du ein Heiler. Dann dürfen andere bei dir heilen. Denn jeder liebevolle Gedanke ist ein heilender Gedanke. Wenn der andere dir aber seine liebevollen Gedanken nicht sagen darf, dann darf er nicht heilen. Und das ist das eigentliche Verdrängen und Unterdrücken. So unterdrückt jeder den anderen. Er kann dir nicht ständig sagen, wie sehr er dich liebt, denn er hat dich nicht ständig geliebt. Und er liebt auch nicht ständig nur dich. Also zwing ihn nicht zu irgendetwas. Das ist sowohl eine Überforderung als auch eine Unterforderung. Was wäre, wenn du ihm bei dem zuhören willst, was er anderen gern gesagt hat und von anderen gerne gehört hat? Willst du ihm gerne zuhören? Inspiriert? Oder willst du, dass das Zuhören dich ermüdet und anstrengt? Wenn ein Bruder in deinen Armen nicht erzählen darf, wie glücklich er in anderen Armen ist, bei wem darf er es denn dann? Wenn er es nicht mal bei dir darf, dann sag du nicht, dass du ihn liebst. Wenn er es nicht mal bei jemandem darf, der ihn liebt, bei wem darf er es denn dann? Wann darf er denn endlich Liebe kommunizieren? Bei wem denn? Muss er dazu allein sein? Und dann darf er an jeden ganz heimlich denken? Mit dem er schon im Bett war,
Und was darf er dir erzählen? Ja. Und das sind die Boten der Angst. Textbuch. Und die Boten der Angst, die sind willkommen. Alles, was jemand Schlimmes erzählt hat, da stürzte dich förmlich drauf. Erzähl mir mehr davon. Aber halt die Klappe, wenn es dir gut ging mit dem anderen. Das will ich nicht hören. Das schließt mich aus. Ah ja, aber das Leid schließt dich ein. Wunder dich nicht, wenn du dann selber auch leidest. Wer sich im Leid verbindet, wird Leid erleben. Und wer Liebe isoliert hält, wird auch in der Liebe nicht glücklich werden. Die Welt, die Wahrnehmung steht auf dem Kopf. Also sei offen dafür, dass dein Bruder dir alles erzählen darf, wo er je jemanden geliebt hat. Und je mehr er dir das erzählen darf, umso mehr darf er sich bei dir daran erinnern, wie sehr er geliebt worden ist und geliebt hat. Und jetzt darf er mit allen Brüdern, mit denen er eins geworden ist, zu dir kommen und fühlt sich bei dir geborgen. Mit der Liebe fühlt er sich geborgen, die er mit anderen erlebt hat. Mit der Freude fühlt er sich geborgen, die er mit anderen erlebt hat. In deinem Bett sind jetzt alle willkommen, mit denen er je im Bett war. In deinem Bett. In deiner Umarmung sind alle willkommen, die er je umarmt hat. In deinem Blick darf er jeden sehen, den er genauso liebevoll angeblickt hat wie dich. Während er an dich denkt, darf er an jeden denken, den er je geliebt hat. Und jetzt sieht er jedes Antlitz in deinem Antlitz. Und was ist das? Das ist das Antlitz Christi. Erlaubst du ihm, dass er es sieht? Dass du ihn an jeden erinnerst, den er schon geliebt hat? Und deine Liebe nicht wichtiger ist, nicht wertvoller, nicht gegenwärtiger ist als jede andere Liebe? Darf jede andere Liebe gegenwärtig sein? Während er dich küsst, wen küsst er dann noch alles? Und du bist dafür offen und öffnest dein Herz für alle, die er je geliebt hat. Und schon muss er nicht alleine zu dir kommen. Alleine. Ganz allein muss er kommen. Ohne Mami, ohne Papi, ohne Freunde, ganz allein. Weil du ihn ganz allein für dich haben willst. Das wirst du nie schaffen. Denn er ist nicht allein. Jeder liebevolle Gedanke ist ewig. Also erwart du nicht, dass er den vergessen muss. Und du bist kein Ersatz für jeden, den er je geliebt hat. Eben nicht. Du bist nicht der Ersatz, du bist lediglich die Ergänzung.
und nach dir kommt wieder jemand. Also, was muss der andere verdrängen? Wofür bist du offen? Und wo hast du dein Herz fest verschlossen gehabt? Fest verschlossen. Für jeden liebevollen Gedanken, der Teil des Lebens deines Bruders geworden ist. Es ist unmöglich, dass er Liebe vergessen soll wegen dir. Und Zärtlichkeit nicht erinnern darf, nur wegen dir. Wovor hast du Angst, jeden liebevollen Gedanken zu erinnern? Jeden Kuss zu erinnern? Jedes Streicheln zu erinnern, jedes Lächeln zu erinnern. Worauf, was ist Vergebung? Liebe, damit ich Liebe erinnern kann. Und alles andere vergeht aus meiner jeweiligen Gegenwart. Und dann wird meine Gegenwart mit einem Bruder erfüllt von allen Brüdern, mit denen er kommt zu mir und mit denen ich zu ihm komme. Und ich werde nie dulden, dass ich wegen dir auch nur einen einzigen Kuss vergessen soll. Niemals. Auch nicht während wir uns küssen. Oder sagen wir es mal noch deutlicher, schon gar nicht währenddessen. Weil wann kann ich einen Kuss besser erinnern, als während ich mich küsse? Wann kann ich mich an all das Streicheln besser erinnern, als während du mich streichelst und ich dich? Also nützt die Gelegenheit. Und da spricht das Ego von Schuld. Aber es spricht nicht von Schuld. Wann sollst du dich nicht schuldig fühlen, wenn du den anderen aufforderst, dir sein ganzes Leid zu erzählen? Und dann soll er sich auch nicht schuldig fühlen, nicht bei dir. Wann soll er sich schuldig fühlen? Wenn er dir erzählt, wie sehr er immer noch jemanden anderen liebt. Und dann denkst du an Trennung. Und wann denkst du nicht an Trennung? Wenn er dir schlimme Dinge erzählt. Und da folgt Verwechslung auf Verwechslung. Und wir müssen erstmal rechtgesinnt werden. Überhaupt erstmal rechtgesinnt. Und dann werde ich wundergesinnt, denn Wunder vergehen nicht. Und jeder liebevolle Gedanke ist ein Wunder. In meiner Wundergesinntheit will ich jede Äußerung von Liebe immer erinnern. Und jetzt kommt, worauf ruht jetzt unser
miteinander schlafen. Auf all den vielen Malen, wo ich schon mit jemandem geschlafen habe und jemand gestreichelt habe und jemand geküsst habe und mir meine Mutter übers Haar gestrichen hat und mir mein Vater ein Fahrrad geschenkt hat, darauf ruht unser Miteinander schlafen, ist nichts Isoliertes, ist eingebettet in ein morphogenetisches Feld liebevoller Gedanken. Und darum liege ich auch nicht allein mit dir im Bett. Die beiden Körper ja, aber ansonsten wirklich nicht allein. Wirklich nicht. Und während du mich streichelst, denke ich an die, die mich gestreichelt hat und den, der mich umarmt hat und die Frau, mit der ich, während ich mit dir schlaf, denke ich an all die anderen. Immer mehr sogar. Ich denke immer mehr an andere, wenn ich mit einem Bruder bin. Immer mehr. Ich will keinen jetzt ausschließen, denn wenn zwei sich lieben, dann schließen die nicht zwei, die sich lieben, aus. Natürlich nicht. Und wenn zwei kommunizieren, dann schließen die niemanden aus der Kommunikation aus. Unter keinen Umständen, in keiner Situation. Und endlich darf ich in deiner Umarmung jede Umarmung erinnern. Und jetzt kann ich dir vertrauen, weil du mit jedem eins sein willst, mit dem ich eins geworden bin, und dich nicht davon getrennt hältst und mich nicht zwingst, dass ich mich wegen dir, ich werde mich nie wegen dir von jemandem trennen. Niemals. Völlig ausgeschlossen. Umgekehrt. Ich werde mit allen zu dir kommen. Selbstverständlich, denn die Trennung ist ja nur wirklich nicht die Lösung. Die ist das Problem. Niemals werde ich mich wegen jemandem, den ich liebe, von jemandem, den ich immer noch lieben will, trennen. Ich werde nie auf die Vergangenheit schauen, auf eine Liebe, die vergangen ist. Wenn ich auf Liebe schaue, da schaue ich immer auf die Gegenwart. Ich habe nicht jemanden geliebt, ich liebe jemanden. Ich habe nicht vor dir andere geliebt, ich liebe, während ich dich liebe, immer noch andere. Sonst könnte ich dich gar nicht so lieben, wie ich dich liebe. Das wäre überhaupt nicht möglich. Ich kann dich nur mit anderen lieben. Allein kann ich niemanden lieben. Ist völlig ausgeschlossen. Ich bin bereits in einer heiligen Beziehung und die Beziehung mit dir ist nur die Erweiterung meiner heiligen Beziehung.
Dir teilen wir unseren letzten Traum. Es ist ein Traum, in dem kein Kummer ist. Und dann erst kannst du bemerken, worunter hast du wirklich gelitten. Du durftest dem jeweiligen Lover nicht sagen, dass du den vorherigen immer noch liebst. Das musstest, diese Liebe musstest du unterdrücken. Und hast es auch gemacht. Und hast einen hohen Preis bezahlt. Und dass daraus ein Wahnsinnsbedarf, ein Ruf nach Liebe entsteht, das ist ja wohl klar. Also musst du die Antwort wieder geben. Du musst den Ruf wieder beantworten. Jeder, den du je geliebt hast, will derjenige, dass du ihn nicht mehr liebst? Wenn du jemanden wirklich geliebt hast und einen Augenblick innehältst und dich an die Liebe erinnerst, willst du, dass der dich nicht mehr liebt? Jetzt, während er Auto fährt, in einem Café sitzt, mit einer anderen Frau schmust, willst du, dass er dich jetzt nicht liebt? Wenn dein Wille der Wille Gottes ist, will Gott von irgendjemandem nicht geliebt werden, den er mit seiner Liebe erhält. Warum erhält Gott jeden mit seiner Liebe? Damit der andere lieben kann. Willst du, dass dein Bruder von der Liebe Gottes ständig erhalten wird? Warum? Damit er dich weiterhin lieben kann. Weil du eins weißt, wenn er dich nicht lieben kann, das wird ihm fehlen. Und zwar nicht nur eine Zeit lang, ein paar Wochen, bis er drüber weg ist und wieder jemanden anderen gefunden hat, sondern das wird ihm sein Leben lang fehlen. Es gibt keinen Ersatz für Liebe. Und das ist die Heilung, die nötig ist. Liebe ist das einzige Heilmittel. Wenn aber Liebe verboten wird, dann kann sie nicht mehr wirksam sein. Und es steht dir nicht zu, jemanden zu verbieten, jemanden anderen weiterhin zu lieben. Denn Liebe endet nicht. Das ist eine Tatsache, die du akzeptieren musst. Da kommst du nicht drum rum. Also maß dir nicht an, dass du das Ende einer Liebe bist und selber der Anfang einer neuen Liebe sein kannst. Das kannst du nicht sein. Das steht dir nicht zu. Wenn, dann geht Liebe einfach nur weiter. Sie fließt einfach weiter. Und
sie fließt ja weiter durch dich durch. Sie fließt ja durch dich weiter durch, wenn sie zu einem weiteren Bruder fließt. Also lass sie doch endlich fließen, wohin sie fließen will. Und wo ein Fluss einmal hingeflossen ist, da fließt er ja weiter. Sonst würde er ja nicht fließen. Also sei einfach froh, dass du auch weiterhin geliebt wirst, wenn dein Partner einen weiteren fließt. Und weil du weiterhin geliebt wirst, willst du auch, dass der Vorherige, um es einfach mal zeitlich zu sehen, weiterhin geliebt wird. Und was für eine Wahrnehmung entsteht daraus, wenn du das lehrst, anstelle dessen, was du vorher gelehrt hast, weil du kannst ja nicht beides lernen. Herz öffnen für alles Leid und Herz verschließen für alle Liebe. Oder Herz öffnen für alle Liebe und dann ist in deinem Herzen kein Leid mehr. Die Erde wird wiedergeboren in einer neuen Perspektive. Die Nacht ist vergangen und wir sind im Licht zusammengekommen. Wenn dein Bruder, wenn du dich mit ihm triffst, damit er dir alles Licht, alle Liebe erzählen darf. Er muss es nicht, aber er darf's. Er ist auf jeden Fall mit jedem willkommen. Dann sind wir im Licht zusammengekommen, im Licht der Wahrheit, im Licht der Liebe. Und dann ist Dunkelheit nicht mehr nötig. Von hier aus geben wir der Welt Erlösung, denn eben hier ist sie empfangen worden. Und dann siehst du auch, was deine Depression ist. Du selber willst, dass andere bei dir liebevolle Gedanken unterdrücken, als ob du die nicht hören könntest. Als ob dir das wehtun würde. Ja, da denkst du ja wirklich nur, dass du denkst. Das ist ja wohl nicht wirklich denken. Das Lied unseres Frohlockens ist der Ruf an alle Welt, dass die Freiheit zurückkehrt, die Zeit beinahe um ist und Gottes Sohn nur einen Augenblick noch warten muss, bis er an seinen Vater sich erinnert. Für die Wut deines Bruders, da warst du offen, da hast du ihn ermutigt. Die muss er bei dir nicht unterdrücken. Aber wo hast du ihn entmutigt? Was musste er und was durfte er nicht äußern?
Und das haben wir miteinander gemacht. Das ist unsere humanistische Psychologie. Das ist der Terror. Das ist das Ego-Denksystem. Mehr ist es nicht. Die Angst vor der Liebe. Du hast Angst, dass der andere dir sagt, dass er jemand anderen liebt. Sei doch endlich ehrlich. Bring's doch auf den Punkt. Und wie du Angst davor hast. Und du hast Angst davor, dass er dir sagt, wie sehr er gestern Nacht jemand anderen geliebt hat. Das ist doch keine Theorie. Schau dich doch an, wie du Angst davor hast. Und natürlich dann auch glaubst, dass der andere Angst hat, wenn du ihm das erzählst. Und wie die Schuld dich anzieht. Dann lehr doch endlich den Kurs in Wundern. Und wenn du dann beschuldigt wirst, weil du jemanden anderen liebst, naja, das trifft ja wohl wirklich nur auf deine Vergebung und sonst auf gar nichts. Und natürlich heißt du weiterhin die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass du geliebt hast. Und die ändert sich doch nicht. Das wird doch nicht weniger. Da gibt es doch keine Rangordnung. Wie? Es ist wichtiger, dass er dich liebt als jemand anderen? Gibt es da eine Rangordnung? Nimmst du unter allen Liebhabern jetzt den ersten Rang ein? Bist du der Sieger? Hast alle anderen besiegt? Das ist Grausamkeit. Dann bist du grausam. Wann bist du grausam? Wenn du vom anderen erwartest, dass er dir das nicht sagen darf, aber die Grausamkeiten darf er dir sagen. Das ist Grausamkeit. Das ist unbarmherzig. Da bist du unbarmherzig mit dem anderen. Da bist du ungnädig. Er darf dir nicht sagen, wie sehr er jemanden anderen liebt. Ich muss mir da schon vergeben. Und die Wahrheit willkommen heißen und nicht die Wahrheit ablehnen. Find deine Angst vor der Liebe in ganz vielen Situationen. Und dann wirst du bemerken, du glaubst tatsächlich, wenn dir jemand sagt, wie sehr er jemanden liebt, dann fügt dir das Schmerz zu. Das ist das ganze Ausmaß der Angst. Und wenn dir das Schmerz zufügt, dann ist deine Täuschung perfekt. Und die ist perfekt. Weil jetzt verwechselst du alles. Jetzt hat die Liebe die Eigenschaft der Angst. Sie tut dir weh. Und die Angst, damit tut der andere dir nicht weh. Und was ist jetzt die Bedeutung von Liebe? Erzähl mir nicht, wie sehr du jemanden anderen liebst. Das ist die Bedeutung von Liebe. Halt die Klappe. Unterdrück die Liebe.
dann ist es was ganz Besonderes, dass der andere dich liebt. Und es soll was Besonderes sein, abgesondert von allen. Was ganz was Einsames. Und darum suchen Liebespartner immer die Einsamkeit. Und die Heimlichkeit. Das Lied unseres Frohlockens ist der Ruf an alle Welt, dass die Freiheit, ja dann erlaub doch deinem Bruder die Freiheit, dass er dir frei erzählen darf, wie gern er andere liebt. Und wie frei er sich dabei fühlen darf, dir davon zu erzählen. Gib ihm die Freiheit und schränk ihn nicht ein. Lass ihn frei erzählen, wie viele er schon geliebt hat. Und fühl mit. Fühl mit. Und freu dich mit. Und sei froh, dass er dich davon nicht ausschließt, sondern dich damit einbezieht. Und zwing ihn nicht, dass er andere ausschließt und nur du da mit einbezogen sein sollst. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Und wenn ich mich an den Vater erinnere, dann werde ich daran erinnert, dass der Vater jeden liebt und von jedem geliebt werden will. Und jetzt willst du dich wirklich an den Vater erinnern. Wonach könnte ich suchen, Vater, als nach deiner Liebe, mit der du jeden liebst? Vielleicht denke ich, dass ich nach etwas anderem suche, nach einem Etwas, dem ich viele Namen gab. Doch ist deine Liebe das Einzige, was ich suche oder jemals suchte. Denn es gibt sonst nichts, was ich wirklich finden wollen könnte. Gib, dass ich mich an dich erinnere, wonach sonst könnte ich verlangen, als nach der Wahrheit über mich selbst. Und ich will nicht ständig wegen einem Bruder die Wahrheit über mich selbst, dass ich nun mal jeden immer noch lieben will, den ich je geliebt habe, die will ich nicht verleugnen müssen. Und das werde ich auch nie tun. Lieber nehme ich in Kauf, dass derjenige mich halt jetzt nicht liebt. Dann macht er das halt nicht. Das kann ich tolerieren. Weil eins weiß ich, in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Das möchte ich nicht mit ihm teilen, ganz sicher nicht. Ich opfer doch nicht wegen einem Bruder alle meine Brüder. Nein, niemals. Ich opfer doch nicht wegen einem Kuss alle Küsse, die ich schon erlebt habe. Nein, niemals. Das ist mir kein Bruder wert. Wirklich nicht. Und wenn er will, dass ich ihm das wert bin, sage ich ihm, Bruder, du überschätzt dich.
da mache ich nicht mit. Nee. Da überschätzt du dich. Niemals werde ich wegen dir alle anderen aufgeben. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Wenn ich das mache, dann täusche ich dich, dann blende ich dich, dann führe ich dich in Versuchung. Und das werde ich nicht machen. Und ich lasse mich auch von dir nicht in Versuchung führen. Ich werde niemals wollen, dass du wegen mir alle anderen aufgibst und alle anderen vergisst. Niemals möchte ich, dass du in meiner Umarmung jede andere Umarmung vergisst. Und alles Leid erinnerst. Ich möchte, dass du in meiner Umarmung alles Leid vergisst und jede Liebe erinnerst. Dann bin ich dir ein Freund, dann helfe ich dir. Ich muss es umdrehen. Dann bin ich dir ein Freund. Dann ja. Dann bin ich jemand, der dich liebt. Dann helfe ich dir. Ganz klar. Zu vergessen, was nie geschehen ist, und zu erinnern, was immer da ist. Und so finde ich meinen Weg. Zu Gott, weil ich keinen Bruder auslasse. Und das ist der Weg der Erlösung aus der Trennung. Und solange du willst, dass sich wegen dir ein Bruder von jemandem, den er liebt, trennt, sag du nicht, dass du liebst. Mach das nicht. Sonst lehrst du Trennung. Das sind die beiden Lehrer. Und einem davon folgst du.